Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es wieder mal um Selbstmitleid. Das Selbstmitleid ist ja ein Riesenthema und wenn du ganz ehrlich bist, tust du dir wahrscheinlich auch auf einer Ebene immer leid. Das lässt sich so zusammenfassen. Es gibt einen witzigen Cartoon, ich denke es war Heger der Schreckliche oder es war Garfield, ist ja egal. Auf jeden Fall, es gibt einen Cartoon, wo alles schief geht, Heger war es. Sein Schiff geht unter und er ist alleine in der Meeresflut und er schaut zum Himmel und sagt, warum ich? Und eine Stimme antwortet von oben, warum nicht? Und das ist schon einmal ganz gut zusammengefasst, um was es heute geht. Wenn wir immer so dieses, warum ich, wieso passiert mir etwas? Wenn man darauf antworten kann, ja warum denn nicht? Dann hat man schon eine ironische, humorvolle Distanz zu dem ganzen Thema gewonnen. Und Humor ist meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Teil, um deine Themen zu lösen. Humor, erstens einmal, macht etwas leichter. Das heißt, deine Energie kommt ins Fließen, es können neue Wege sich auftun. Humor hebt natürlich auch die Stimmung. Ja? Das heißt, die Frequenz wird automatisch höher, wenn du lachen kannst, wenn du über etwas lachen kannst, auch wenn du über dich lachen kannst oder über ein Thema lachen kannst, dann hebt das schon mal deine Stimmung. Und dadurch kommt durch diese höhere Frequenz auch schnell mal eine Lösung rein. Und so finde ich das auch ganz wichtig, denn ich sehe, dass Selbstmitleid eine der größten Blockaden ist, die man sich selber ganz schwer eingesteht. Und darum bitte, nimm es leicht, sieh mal was lockerer und habe einfach mal auch Freude, eine freudige Distanz auch zu deinen Themen. Dann kommt die Lösung oft einmal von selbst. Wenn du mehr über Energetik wissen möchtest, wenn dich das Thema mehr interessiert, startet jetzt im September ein neuer Kurs bei mir, die Jahresausbildung zur medialen Energetik. Und da lernst du ganz viele Techniken kennen, wie du dein Energiefeld natürlich wieder in Schwung bringst und auch von anderen das Energiefeld in Schwung bringst. Also wenn dich das interessiert, schau einfach mal rein. Alle Termine sind online und wir können uns sonst gerne auch ein persönliches Informationsgespräch ausmachen. Bis dahin wünsche ich dir, verliere den Humor nicht, gerade in diesen chaotischen Zeiten. Schau, dass du etwas leichter hast, dass du dich nicht zu sehr ärgerst, dass du dich nicht zu sehr einengst. Ja, also Ängste machst, die machen eng und alles andere macht auf. Also Humor macht auf, Freude macht auf. Und wenn du das nächste Mal so hast, ja warum ich oder warum ist das so, dann gib die Antwort, warum nicht. Es gibt keine einfache Antwort, es gibt keinen Sinn, der runterkommt, der dich aus dem Leiden holt. Das ist leider wirklich so dieses Baron Münchhausen-Symptom, dass du dich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen musst. Oder ja, sonst wird es schwierig werden. Und deshalb bleib humorvoll. Es gibt genug Dinge und ich bin davon überzeugt, konzentrier dich drauf, du findest auch in deinem Leben genug Dinge, über die du schmunzeln kannst. Vielleicht Verhaltensmuster, wo du dir denkst, ach komm, sei ein bisschen geschickter und dann läuft alles viel, viel leichter. Das war's für heute, mein Impuls. Ich wünsche dir eine gute Zeit, alles Liebe und ja, vielleicht sehen wir uns ja mal bei einem Kurs, bei einem Termin. Dein Oliver Jarini aus dem wunderschönen Linz. Tschüss und bis nächstes Mal.